Hallo und herzlich willkommen hier zum Mindgame Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußballern dabei, alles, was innen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge habe ich wieder einen großartigen Gast bei mir, der sich die Zeit nimmt, mal wieder ein paar geile Sachen zu teilen. Und zwar der Fabian Bredlo, der beim VfB Stuttgart aktuell im Profibereich in der ersten Fußball-Bundesliga spielt und dort Torhüter ist. Und Jess könnte noch ganz viel zu ihm sagen, aber ich würde sagen, lass mich immer selber sprechen. Jess, Fabian, schön, dass du am Start bist. Stell dich gerne mal nochmals selber vor. Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung und die Einladung. Ich habe richtig Bock. Ja, wie schon gesagt, ich bin Fabian Bredlo, 28 Jahre alt, spiele beim VfB Stuttgart. Bin vom Beruf Torwart. Sehe mich aber auch ab und zu im Sturm. Nee, Spaß. Tatsächlich, ja, Torwart und ja, ich freue mich sehr tatsächlich heute auf die Folge. Sehr schön. Yes. Danke dir da auch nochmal, dass du dir die Zeit nimmst, auch nach dem Training heute. Lass uns da gerne mal reinstarten, so in deinen Weg. Wir wissen ja jetzt so, du hast gesagt, VfB Stuttgart, Torwart, Schrägstrich auch mal Stürmer und einen Torwart. Das ist dein Beruf. Und das war ja noch nicht immer so, oder? Du bist ja auch, hast ja mit dem Fußball angefangen, weiß ich sogar noch. Weil ich durfte auch schon mal gegen dich spielen, auch im Kleinfeldbereich noch. Ich damals mit Union, du mit Lichtenrade und ich glaube BFC Preußen auch, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. War es schon sehr schwer, bei dir ein Tor zu erzielen, muss ich sagen, auf den kleinen Toren. Genau, da ging ja die Reise so los. Nimm uns da gerne mal mit. Wie bist du denn dahin gekommen, wo du jetzt bist, so relativ grob überschnitten? Wie hast du so deine Reise wahrgenommen? Ja, eigentlich ist alles so gelaufen, wie ich es mir erträumt habe, ehrlich gesagt. Also ich meine, du wirst es selber wissen, wenn man klein ist und kickt am Anfang, man kickt natürlich einfach, weil es Spaß macht. Ne? Irgendwie kommt man zum Fußball, wahrscheinlich, weil man irgendwie einen Freund hat. Bei mir war es zum Beispiel jemand im Kindergarten und wir dann gesagt haben oder in der Vorschule, dann, ja, wir würden gerne auf jeden Fall im Verein zusammenspielen. Und hat dann auch angefangen bei mir in der dritten Minis, glaube ich, also ganz klein schon dann im Verein angefangen. Und ja, da machst du dir nie Gedanken darüber. Du träumst immer davon und guckst natürlich dir auch Spiele an, der Bundesliga, Champions League, Nationalmannschaft, was weiß ich. Also ich war immer schon sehr fußballverrückt, habe mir tatsächlich auch viele Spiele angeguckt, aber ich habe mir nie habe mich nicht getraut, sage ich mal, also mir vorzustellen, ja, ich bin ausschließlich, ich werde auf jeden Fall Profi. Und bei mir war es schon so, dass meine Eltern auch immer gesagt haben, es ist wichtig natürlich, dass ich auf die Schule nebenbei achte, das muss alles auch laufen. Das muss alles funktionieren und wenn das funktioniert, dann kann ich natürlich auch die restliche Zeit, die ich dann übrig habe, auch gerne alles in Fußball investieren. Und das war bei mir tatsächlich auch dann oft der Fall, dass ich das so gemacht habe. Und ja, je älter man dann wurde und gemerkt hat, okay, man kann da mit den Besten auch so mithalten, sage ich mal, in meinem Jahrgang, desto mehr verfestigt sich dann diese Idee, ach ja, so Profifußball, das wäre doch spannend und so, hätte ich natürlich riesen Lust drauf. Natürlich ist es der große Traum, aber ich war auch immer realistisch und habe mir auch immer wieder gesagt, so, ey, es wollen so viele Leute jedes Jahr Profifußballer irgendwo werden und ich habe auch so viele Leute gesehen, die wahrscheinlich auch noch deutlich besser waren als ich, die es dann am Ende nicht geschafft haben aus diversen Gründen. Also gibt es ja alles Mögliche, ne? Die Entwicklung ist stagniert oder man hat andere Prioritäten gehabt, manche haben auch komplett die Lust am Fußball verloren. Was ja auch irgendwann passieren kann, wenn man so in die Pubertät kommt oder dann älter wird und dann merken auch einige, auch vielleicht ist es doch nicht für mich. Und das erste Mal, dass ich so richtig gedacht habe, so boah, es könnte tatsächlich klappen, war, als ich dann in Leipzig war und dann so die ersten Einheiten auch bei den Profis mit trainiert habe und dann irgendwann noch so eine feste Zugehörigkeit zum Kader da hatte. Aber selbst da war es immer noch so, dass ich das gar nicht so richtig so greifen konnte. Es war einfach, ich habe es einfach extrem genossen und habe mir halt gesagt, so jede Einheit, die ich jetzt beim Profis mitmachen kann oder jedes Spiel, was damals dritte Liga in Leipzig war, wo ich auf der Bank sitzen kann, das nehme ich alles mit und da bin ich sehr dankbar drüber und freue mich darüber. Und ja, dann habe ich halt irgendwann meinen ersten Profivertrag unterschrieben, habe nebenbei aber noch mein Abi gemacht, weil ich halt auf jeden Fall die andere Tür mir auch offen halten wollte und nicht sagen wollte, ich setze jetzt alles auf eine Karte und wenn es noch nicht klappt, dann stehe ich auf einmal mit leeren Händen da, sondern habe schon gesagt, wie gesagt, war auch Grundvoraussetzung für meine Eltern. Hab mir halt gesagt, das Abi mache ich auf jeden Fall. Hab's dann auch abgeschlossen und dann ging es von Leipzig aus nach Salzburg. Und da bin ich dann meiner Meinung nach endgültig dann im Profifußball auch angekommen. Mega. Danke dir schon mal für den Einblick und fürs Mitnehmen. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du immer so ein Auge auch darauf hattest, ja, oder dir lange Zeit auch gar nicht das getraut, das wirklich vorzustellen, hey, Fußballprofi, das wird auf jeden Fall was, das ist mein klares Ziel und so weiter. Das kam dann im Laufe der Zeit, wo du eben auch immer besser wurdest.
Ja, dann, wie du gesagt hast, ist ja auch so, dass dann immer mehr in Anführungsstrichen wegfallen, weil du ja dich dann immer mehr durchgesetzt hast oder dann auch bei den Profis bei RB mit trainiert hast oder dann auch die Spiele mit auf der Bank verbringen durftest. So. Yes, gab es da ja irgendwie so einen speziellen Moment, wo du ganz klar gespürt hast, so, okay, jetzt könnte es reichen. Oder war es dann wirklich so, wie du gesagt hast, dann einfach, wo du dann zu Salzburg gekommen bist, weil du dann irgendwie vertraglich gesehen irgendwie da was unterschrieben hast? Wie war das für dich? Nimm uns da gerne mal mit rein. Ja, ich habe ja in meinem zweiten U19-Jahr quasi, also man ist ja normalerweise, es viele sind ja mittlerweile auch schon nach einem Jahr U19 dann irgendwie im Herrenfußball, im Profifußball dabei, gibt ja auch immer mehr Talente, ne, die mit 17, 18 schon komplette Zugehörigkeit zum Profikader haben. Bei mir war es halt mein zweites U19-Jahr. Da wurde ich dann auch das erste Mal zum DFB eingeladen, war dann halt in der U19-Nationalmannschaft dabei, mein erstes Länderspiel gespielt und habe dann auch da in Leipzig halt meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Und ja, ich glaube, ich habe es davor ein bisschen falsch formuliert. Also ich habe schon natürlich immer diesen Wunsch gehabt, Profifußballer zu werden. Habe auch, sofern ich irgendwas beeinflussen konnte und irgendwas mit dem Fußball zu tun hatte, da habe ich auch immer 100% gegeben. Aber ich habe halt, wie gesagt, genauso, wenn es in der Schule um die Schule ging, ich habe nicht immer 100% gegeben, so ehrlich muss ich sein. Aber ich habe immer so viel gemacht, dass es auf jeden Fall reicht. Also so, um das nochmal so die Waage da richtig zu justieren. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man dann so bei der Nationalmannschaft auch dabei ist, dann will man es halt irgendwie auch noch mehr natürlich, weil da misst man sich ja wirklich dann mit den Besten auch seines Jahrgangs aus Deutschland. Und es ist natürlich nochmal auch eine Riesenehre für mich dabei gewesen zu sein. Ich habe mich da mega drüber gefreut und ja, war natürlich nochmal was ganz anderes, ne? Also man denkt ja dann schon natürlich auch in Leipzig, dass man da ein super Niveau kennt in der Mannschaft. Aber wenn man dann beim DFB auf einmal dabei ist, da ist halt nochmal, ist eine ganz andere Hausnummer, ne? Weil da spricht man dann von den besten 1, 2, 3 Spielern aus jeder einzelnen Mannschaft. Und dann spielt man auf einmal in Frankreich gegen Frankreich und ja, realisiert dann so, okay, das ist nochmal doch was anderes als der Fußball, den ich bisher so kannte. Vor allem wenn man Gegenspieler, ich glaube, bei meinem ersten Länderspiel hat Kingsley Coman zum Beispiel gespielt bei Frankreich, Adrien Rabiot, der Mignon war am Tor von AC Mailand. Das vergesse ich auch nie, das werde ich auch nie in meinem Leben vergessen. Ja, aber wenn man dann das erste Mal so einen Profivertrag unterschreibt, dann ist das Mindset natürlich nochmal anders, weil dann, man will halt dann immer mehr, ne? Und so war es dann auch bei mir, dass ich mir gesagt habe, das ist jetzt der Anfang, ne? Also es ist der Anfang von hoffentlich was ganz Großem. Ja, aber bei mir war es halt immer so, dass ich alles versucht habe, so ein bisschen auch als, also immer, ich war immer sehr dankbar für alles, was ich hatte. Und habe es auch sehr zu schätzen gewusst, weil ich halt auch wusste, wie es bei meinen Kumpels dann war, muss man ja dann meistens auch so sehen. Ne? Man hat ja mit vielen Freunden dann auch zusammengekickt und alle hatten so irgendwie das gleiche Ziel, aber bei den meisten hat es halt nicht geklappt. Und dann habe ich halt auch gesehen, bei den meisten, okay, hat es nicht geklappt. Ich hatte das Glück, dass es bei mir geklappt hat und das Quäntchen Glück oder einiges an Glück auch dazugehört. Das ist, glaube ich, auch den meisten Leuten bewusst. Natürlich gibt es immer wieder herausragende Talente, bei denen eigentlich gar kein Weg dran vorbeiführt, dass sie Profi werden, weil sie einfach so viel besser sind als alle anderen. Aber bei vielen ist es dann auch einfach so, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Also, dass sie in wichtigen Spielen oder in den richtigen Spielen halt gute Leistung gezeigt haben von irgendwelchen Leuten gesehen wurden, die dann gesagt haben, ah, okay, da steckt viel dahinter und in dem Spieler wollen wir unser Vertrauen setzen. Und das war halt auch bei mir der Fall. Also, weil ich bis zu dem Zeitpunkt, auch wo ich beim DFB dabei war, nie das Gefühl hatte, ich habe es mir vielleicht ab und zu mal eingeredet, ja, ich bin richtig, richtig gut und gehöre zu den Besten meines Jahrgangs, aber das war dann halt so das erste Mal, dass man so eine Bestätigung dann auch bekommen hat, so schwarz auf weiß, indem man halt eine Einladung bekommen hat vom DFB und dann da dabei ist. Ja, und das ändert halt nochmal was im Mindset und auch im Selbstvertrauen. Und das ist natürlich auch, Selbstvertrauen wird bestimmt später auch nochmal ein großes Thema werden, weil das natürlich vor allem für den Torwart auch ein riesiger Faktor ist, ne? Voll, definitiv. Und es ist so spannend, die Phase, die du angesprochen hast, gerade auch den ersten Profivertrag zu unterschreiben oder dort zu sein, ist ja auch, ich sag mal, eine gefährliche Phase, oder? Weil dann ist ja so, dass viele, da fallen ja auch dann viele nochmals weg, die dann glauben, sie haben es geschafft, eben, du hast sowas Geiles gesagt, gerade das für dich so war, dann wolltest du immer mehr. Und da hast du für dich gesagt, hey, das ist jetzt der Anfang. Ich glaube, das ist auch enorm wichtig, um da eben auch dran zu bleiben, weil das ist ja auch echt so etwas eben, wo nochmal einige wegfallen, neben denen, die davor schon in der U19 weggefallen sind, weil sie erst diesen Sprung gar nicht geschafft haben, oder? Wie kam das bei dir? Also
warst du dir da wirklich in diesem Moment schon so extrem bewusst darüber und hast dir ganz klar gesagt, hey, das ist jetzt nur der Anfang, ich will immer mehr, let's go? Oder ist das mehr etwas, was du im Nachhinein jetzt reflektieren würdest darüber? Nimm uns da gerne mal so ein bisschen in deinen Ja. Bewusstseinszustand mit in diesem Moment oder in diesen Ja, Momenten. es ist relativ schwierig, sich jetzt so zu 100% in die Lage zurückzuversetzen, aber ich würde sagen, dass das sowohl als auch war. Also, dass irgendwie beides jetzt natürlich, wenn ich auf die Vergangenheit zurückblicke und ich meine, wir reden jetzt von, das war vor 10 Jahren, ich bin ja mittlerweile auch schon ein paar Jährchen dabei, ist klar, dass man Dinge dann nochmal anders betrachtet, als man sie zu der Zeit sicherlich betrachtet hat. Aber bei mir war es so, dass ich, wie ich es gesagt habe, ich war halt extrem dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit habe, aber habe mir halt auch immer gesagt, dass immer noch Luft nach oben ist und dass ich halt weiter hart an mir arbeiten will, um mich zu verbessern. Und wo die Reise dann hingeht, das wird man am Ende dann sehen. Aber mir war halt eine Sache immer extrem wichtig. Wenn ich was mache, dann mache ich es zu 100% und dann committe ich mich der Sache. Ich habe auch in meiner ganzen Jugend, wenn alle anderen aus der Klasse samstags gesagt haben, ja, die gehen auf irgendwelche Homepartys oder keine Ahnung was, dann habe ich halt gesagt, ja, ich habe Sonntag ein Spiel, ich bin nicht dabei. Oder wenn welche gesagt haben, die machen Freitag irgendwas, dann habe ich halt auch gesagt, ja, nee, dieses Wochenende kann ich halt nicht. Und habe natürlich dann auch ein Stück weit auf vieles verzichtet. Aber gut, am Ende würde ich natürlich sagen, dass ich es definitiv wieder genauso machen würde. Aber mir war halt immer bewusst, um mich da zu etablieren, muss ich mich weiterentwickeln. Und weiterentwickeln werde ich mich halt nur, wenn ich gut trainiere, wenn ich Gas gebe und wenn ich gut spiele. Und ja, so ist es dann bei mir letztendlich auch gekommen. Und klar, ich weiß auch, was du meinst. Es ist natürlich so, vor allem jetzt auch in der heutigen Zeit, dass es viele Leute gibt, die ihren ersten Profivertrag unterschreiben und dann noch ein Stück weit überwältigt sind. Oh, das ist ja doch eine ganze Stange Geld, die man auf einmal verdient, ne? Und man lässt sich dann vielleicht ein bisschen davon ablenken und man hat auf einmal andere Interessen, weil man ja sich vieles leisten kann, was man sich vorher nicht leisten konnte. Da muss ich aber auch definitiv meinen Eltern danken, die mich dann noch so bodenständig erzogen haben, sage ich mal, dass ich dann nie irgendwie jemand war, der dann voll auf die Kacke gehauen hat oder sich gesagt hat, ja, jetzt habe ich so viel Kohle, jetzt pulver ich alles raus, sondern dass ich von Anfang an eigentlich gesagt habe, so, das ist sehr viel Geld, was ich verdiene, ich weiß es zu schätzen und weiß aber auch, wo ich herkomme. Und das habe ich auch bis heute nicht vergessen, weil ich weiß, wie hart meine Eltern für ihr Geld arbeiten. Ich weiß, wie hart meine ganze Familie für ihr Geld arbeitet, wie meine Freunde für ihr Geld arbeiten und weiß halt dementsprechend auch zu schätzen, was es, oder weiß halt dementsprechend auch einzuschätzen, wie schwer man eigentlich an Geld dann auch kommt. Und deswegen war bei mir auch nie eigentlich die oberste Prämisse zu sagen, ich muss auf jeden Fall ganz viel Geld verdienen, sondern ja, bei mir war immer im Vordergrund dieser Gedanke, hey, ich sehe, da ist noch Luft nach oben und ich kann mich weiterentwickeln und das Geld irgendwann, das kommt halt von alleine, wenn man sich weiterentwickelt, wenn man besser wird, wenn man gut spielt, dann kommt es automatisch mit dazu, aber das darf halt nie der Grundgedanke sein, meiner Meinung nach. Super spannend. Zwei Sachen, die ich da rausnehmen würde von dem, was du gerade so reingegeben hast, ist quasi einmal der Faktor Dankbarkeit, oder? Da die eben auch was sicher, wie du gesagt hast, wenn das da am Start war, in diesem Bewusstsein, das schon mal sehr hilfreich war. Und der Faktor Weiterentwicklung. Ich glaube, das zeichnet sich auch ab. Du hast jetzt eben bei deiner Story so ein bisschen einen Cut gemacht bei Salzburg und dann warst du im Profibereich und so weiter. Ich glaube, wenn man das betrachtet, also jetzt von meiner Perspektive von außen betrachtet, könnte man das auch ablesen, finde ich, an deiner Karriere, dass es so Step by Step dann auch ging. Salzburg, ich weiß nicht, wie man das nennt, die zweite Mannschaft bei Liefering da gespielt oder dann wieder zurück zu RB. Dann zu Nürnberg, nee, Quatsch, dann zu HFC, Richtig. dann den nächsten Step zu Nürnberg, dann den nächsten Step zu VfB Stuttgart. Das ist ja auch so etwas, dass du wirklich, also von außen betrachtet, wie gesagt, ja, diese Entwicklung immer Step by Step gemacht hast, dich immer einen Step höher gemessen hast, dich da vielleicht auch gesehen hast, dann diesen Step gegangen bist und so weiter. Ja. Jetzt, war das etwas, was du ganz bewusst gemacht hast, oder war das wirklich etwas, was auch eine automatische Folge war von diesem Denken, immer dich Step by Step weiterzuentwickeln? Nee, ich glaube tatsächlich, das ist was ich auch ganz bewusst gemacht habe. Ich habe meinen Berater, den habe ich heute noch, den hatte ich damals auch schon. Und wir haben von Anfang an gesagt, eigentlich, dass der richtige Weg für mich der Weg sein wird, dass ich halt tatsächlich Step by Step alles mitnehme. Und so ist es dann am Ende auch gekommen, wie du es jetzt gerade eigentlich beschrieben hast. Also klar, wenn man es jetzt auf dem Papier betrachtet, ist natürlich ein Rückschritt, eigentlich von Salzburg zum Beispiel nach Halle zu gehen. Aber am Ende war es für mich
absolut der richtige Schritt, weil ich war in Salzburg Nummer 3. Ich habe, wie du es gesagt hast, bei Liefering meine Spiele gespielt, in der zweiten Liga in Österreich. Habe aber natürlich auf ein Niveau trainiert, was halt extrem war, ne? Also das ist eine Mannschaft, die hat zu Beginn der Saison Champions League Quali gespielt, dann in der letzten Quali-Runde halt gescheitert und dann Euroleague gespielt. Wir sind in der Saison, glaube ich, ins Achtelfinale oder Viertelfinale in der Euroleague gekommen. Halt mit einem Bombenkader, mit Namen, die man heute halt auch ganz häufig in der Bundesliga liest oder Spieler, die dann auch in der Premier League gespielt haben oder jetzt in der Premier League spielen, die waren alle Teil dieses Kaders. Also es war natürlich auch, das war schon eine krasse Umstellung, muss ich sagen, weil das Niveau halt einfach deutlich höher war, als es zu dem Zeitpunkt in Leipzig damals war, dritte Liga. Aber dann halt von da zu sagen, von der Salzburg auch mit der Infrastruktur, die einfach dieser Verein hat, das ist halt Champions League Niveau natürlich. Um dann zu sagen, man geht jetzt in die dritte Liga nach Halle, ohne da irgendwie respektlos gegenüber dem HFC zu sein. Aber das ist natürlich, das ist ein Weltenunterschied. Aber am Ende war es halt einfach so, dass ich zurück wieder nach Deutschland wollte. Der HFC meiner Meinung nach attraktiven Fußball gespielt hat. Und ich da auch einfach die Möglichkeit gesehen habe, in der dritten Liga in Deutschland zu spielen und hier wieder Fuß zu fassen in Deutschland. Und mich im deutschen Profifußball, weil die dritte Liga halt definitiv auch Profifußball ist, mich hier halt zu etablieren und mir hier wieder, nicht, dass ich jetzt durch ein Jahr in Salzburg irgendwie meinen Namen in Deutschland verloren hätte, das ist ja nicht der Fall, weil ich zu der Zeit auch beim DFB trotzdem weiterhin dabei war, dann damals in der U20. Aber ja, war es halt der nächste logische Entwicklungsschritt für mich. Und dann war ich halt 2 Jahre da, fast alle Spiele gespielt in der dritten Liga und bin dann den nächsten Schritt gegangen in die zweite Liga nach Nürnberg. Und da war auch eigentlich zu Beginn, als ich hingewechselt bin, ich glaube, Nürnberg hatte die Saison auf dem 12. Platz vorher abgeschlossen, haben, ich glaube, 2 Monate vor Saisonschluss einen Trainer entlassen, weil sie so tief im Abstiegskampf gesteckt hatten und haben sich dann am Ende halt gerettet. Und ich glaube, zu Beginn der Saison hat niemand damit gerechnet, dass wir mit Nürnberg direkt aufsteigen in die Bundesliga. Also das war dann irgendwie sowas, was im Laufe der Saison sich so entwickelt hat. Da hat sich so ein Selbstverständnis entwickelt. Irgendwie, man geht einfach in die Spiele rein und man hat einfach so ein gutes Gefühl gehabt und dachte, heute verlieren wir die Spiele nicht. Und dann am Ende ist einfach der Stein so ins Rollen gekommen und dann sind wir halt aufgestiegen. Und dann ja, hat man auf einmal plötzlich in der Bundesliga gespielt, was dann wieder eine Riesenumstellung war. Ja, sind dann auch leider sang- und klanglos wieder abgestiegen. So ehrlich muss man das sagen. Und ja, dann gab es halt für mich die Option, nach Stuttgart zu gehen. Und zu dem Zeitpunkt dann der VfB ist in der Saison auch abgestiegen in der Relegation. Dann hierher zu kommen. Und dann war es halt für mich so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte den nächsten Schritt gehen, weil der VfB halt nochmal ein größerer Verein ist als der Club. Ja, und seitdem bin ich hier und fühle mich hier auch pudelwohl. Mega. Danke dir da auch nochmal für so den Einblick, wie du es so wahrgenommen hast. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, für speziell ist als Torwart, oder? Was ich immer beeindruckend finde und auch riesen Respekt habe, ist, sich als junger Torwart durchzusetzen. Weil wie du gesagt hast, dann warst du bei RB Salzburg, klar, ihr hattet auch einen riesen und einen geilen Kader. Dritter Torwart und dann aber eben auch für die Spielzeit zum HFC zu gehen, da hast du dich als Nummer 1 durchgesetzt und so weiter, diese nächsten Schritte zu gehen. Das ist ja echt auch so ein Thema, was super wichtig ist als Torwart oder da geduldig zu bleiben. Lass uns gerne mal speziell auf den mentalen Bereich gehen, was mich ja auch immer speziell interessiert. Was wir gerade, glaube ich, schon sehr gut gehört haben, ist so, dass du verschiedene Niveaus mitgenommen hast, schon mit Top-Spielern, Weltstars zusammengespielt hast. Und du ja auch gesagt hast, ja, zum Beispiel U19 Leipzig war schon ein super Niveau, aber dann DFB nochmal ganz anders, erste Mannschaft Leipzig nochmal ganz anders. Da gibt es ja dann schon nochmal Unterschiede, oder? Wie hast du das allgemein wahrgenommen? Also wenn wir jetzt den mentalen Bereich anschauen, so der Unterschied zwischen dem Jugendbereich und dem Profibereich. Was würdest du sagen, was sind also die Sachen, die du erkennst, auch ja, vielleicht selber erkannt hast? Ja, ich glaube, ein riesengroßer Faktor ist definitiv, dass man gerade in der Jugend Spielern Fehler auch viel mehr zugesteht. Man akzeptiert einfach Fehler. Man will fast schon, dass Fehler auch gemacht werden, weil man einfach möchte, dass zum Beispiel der Fußball, den der Trainer vorgibt, umgesetzt wird und dass es dann nochmal passieren kann. Ich meine, damals bei RB, wir haben extremes Pressing gespielt, ne? Mann gegen Mann über den ganzen Platz und dann kann es immer mal wieder sein, dass ein Innenverteidiger irgendwo in der Mitte der gegnerischen Hälfte ist im Pressing und natürlich dann hinten gefehlt hat und dann wurde aber niemand dafür der Kopf abgerissen. Es wurde halt viel Raum dafür gelassen,
sich zu entwickeln und einfach Fehler zu machen, um halt diese Erfahrungen auch zu sammeln, weil in den meisten Fällen ist es halt so, wenn man einen Fehler gemacht hat und der passiert einem vielleicht noch ein zweites Mal, dann passiert er in der Regel dann oder hoffentlich dann nicht nochmal ein drittes Mal, weil man halt dann einfach daraus gelernt hat. Und dieser Spielraum, der wird einem halt häufig in der Jugend gegeben. Natürlich ist es mittlerweile auch so, dass es viele Vereine gibt, die extrem ambitioniert sind und jedes Jahr um die deutsche Meisterschaft mitspielen, wo vielleicht dieser Raum auch schon deutlich kleiner ist, als er zum Beispiel bei mir damals war in Leipzig. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass das halt ein großer Unterschied ist zwischen Herrenfußball und Jugendfußball, weil du musst einfach einem Jugendspieler Fehler zugestehen. Und genau das Gleiche ist auch wie hier zum Beispiel, also als Beispiel, wenn jetzt hier ein junger Spieler bei uns mit trainiert, dann wird er nicht angemeckert, wenn er zwei, dreimal einen Fehler zum Beispiel im Spielaufbau macht. Aber wenn halt ein gestandener Spieler einmal einen Fehler macht, dann wird er vielleicht schon dafür angeschnauzt. Und das ist halt einfach ein riesengroßer Unterschied, dass irgendwann, je älter man dann auch wird, desto weniger Fehler darf man auch einfach machen. Man erwartet dann halt einfach mehr von den Spielern. Und das Gleiche gilt dann halt auch, wenn man von der Jugend rauskommt und bei den Profis dabei ist. Dann werden einem halt Fehler, die man in der Jugend macht, wo vielleicht nochmal, wie gesagt, halt im Anschluss gesagt wird, naja, das ist alles voll in Ordnung. Im Profifußball ist halt dann nicht mehr der Fall. Weil wenn du da einen Fehler machst, dann kann es halt mal ein Spiel kosten. Und Spiel kosten würde halt dann noch Geld kosten. Und da ist halt schon was ganz anderes, ne? Dieser Spielraum verschwindet halt komplett. Und da würde ich fast sagen, dass das halt eine der elementarsten Unterschiede ist, definitiv. Super spannend. Danke dir dafür den Einblick. Dann ist ja auch logisch, dass eben jeder, also wenn du gerade zuhörst, in der U15 bist, du 16 bist oder was auch immer, du dir die Fehler auch, wie du gesagt hast, Fabi, oder bei euch war es so bei RB, sie wurden erlaubt, die Fehler. Und du hast gesagt, da macht man den einmal, vielleicht noch zweimal, und beim dritten Mal hat man mit spätestens daraus gelernt und hat ja dann damit auch wieder ein neues Niveau erreicht, oder? Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, oder das ist das, was ich jetzt rausnehme von dem, was du gesagt hast, dass sich jeder Jugendspieler auch erlauben darf, Fehler zu machen und dann einfach nur daraus lernen darf, weil eben so lieber machst du den dort in der U15, U16, als dann, wie du gesagt hast, wenn du halt dein erstes Spiel machst in der ersten Liga. Da solltest du bestmöglich und darauf vorbereitet sein, dass du da halt ein ja, stabiles, konstantes Spiel abliefern kannst. Aber das geht ja nur darüber, wenn man sich eben auch erlaubt und auch zugesteht, in der Jugend mutig zu sein, Fehler zu machen. Oder wie ist so deine Perspektive darauf? Ja, ich sehe es genauso. Also ich finde gerade in der Jugend, wie gesagt, Fehler, es ist völlig normal, dass Fehler passieren. Das ist jetzt auch natürlich bei uns so. Ich meine, Fußball am Ende des Tages ist halt ein Fehlerspiel. Also man wird im seltensten Fall ein Spiel gewinnen, weil der Gegner ein perfektes Spiel gemacht hat. Klar, kann es immer mal passieren, dass man irgendwie einen Lucky Punch hat und ein Tor aus dem Nichts schießt, sage ich mal, obwohl die gegnerische Mannschaft ein perfektes Spiel abgeliefert hat. Aber im Normalfall ist Fußball halt ein Fehlerspiel. Man wartet darauf, dass der Gegner einen Fehler macht und sticht dann zu. Und darauf ist halt der Profifußballverein natürlich ausgelegt. Und in der Jugend finde ich es halt nach wie vor extrem wichtig, dass man diese Fehler machen darf. Einfach genauso wie du sagst, aus Fehlern lernt man halt am Ende des Tages. Da gilt noch mehr dieser Grundgedanke, dass alles nur Menschen sind. Und da reden wir auch noch mit U15, U16 reden wir von Jugendlichen. Wir reden noch nicht von Männern. Wir reden von Jungs, also von pubertären Jungs, aber wir reden trotzdem noch von Jungs, die zu Männern heranreifen. Und das ist völlig normal, dass Fehler passieren. Und da darf man natürlich auch äußere Einflüsse, die in der Zeit dann auch noch dazukommen, ne? Man hat in der Schule vielleicht Stress, man hat vielleicht die erste Freundin oder die zweite oder die dritte Freundin, je nachdem. Aber das sind halt alles Faktoren, die da noch mit reinspielen. Und das darf man nicht außer Acht lassen, meiner Meinung nach. Und deshalb finde ich es extrem wichtig, gerade in dem Alter Fehler machen zu dürfen. Und man muss dann auch drüberstehen in gewisser Weise. Natürlich kann es dann sein, wenn man einen blöden Fehler gemacht hat, dass dann der ein oder andere Mannschaftskollege einem nochmal einen dummen Spruch drückt. Aber da muss man einfach über den Ding stehen, weil, wie ich sage, keiner ist perfekt. Und wenn man perfekt ist, dann wird man auch mit 18 wahrscheinlich nicht mehr in der Jugendmannschaft spielen, sondern wird dann schon beim Profis dabei sein, weil dann ist man halt einer dieser ganz wenigen, die ich am Eingang schon mal erwähnt hatte, die halt einfach deutlich besser sind als alle anderen und denen halt alles gefühlt auch ein Stück weit zufliegt oder die sich auch noch mehr erarbeiten als andere. Aber im Normalfall ist das halt so die Regel. Ein Übertalent dann letztendlich.
Richtig. Eben, du hast gesagt, so, wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen, also Umgang mit Fehlern, oder? Hast du gesagt, gleich das Erste, was du gesagt hast, war Thema Anschnauzen. Also, das ist ja auch dann so Umgang auch der anderen mit Fehlern und so, ne? Besonders du als Torhüter. Das ist mir letztens erstmal bewusst geworden, finde ich auch noch so ein spannendes Bild. Ich war selber nie Torhüter, aber ist ja so, wenn du Gegentor bekommst, alle drehen sich um und du bist der Einzige, der quasi dann, du siehst nur die Rücken, oder? Das heißt, da ist ja besonders nochmal spezielle Situation, Umgang auch mit dann den Meinungen der anderen über dich. So, wie würdest du sagen, du hast ja gesagt, mittlerweile bist du schon länger dabei, machst ja auch jetzt einen sehr souveränen Eindruck. Wie hast du das entwickelt? Also wie hast du da, bist du damit umgegangen? Was waren für dich so die vielleicht bewussten oder unbewussten Lernpunkte, dass du jetzt eben zu einem souveränen Bundesliga-Torwart herangereift bist, auch im Umgang mit diesen Themen. Ich habe halt irgendwann mit der Zeit gemerkt, natürlich ist es immer einfach, gerade wenn man ein Feldspieler ist und ein Tor kassiert, in allererster Linie erstmal nach hinten zu zeigen. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Und mir ist halt irgendwann natürlich auch bewusst geworden, dass nur weil sich andere umdrehen oder mit dem Kopf schütteln oder sonst was meinen und weil sie dann denken, ja, das war ja ein Fehler von dem hinten und ich kann nichts dafür, dass sich natürlich auch einige Spieler das dann einreden wollen, um nicht verunsichert in einem Spiel zu sein. Dass das zum einen passiert, aber mir ist halt immer mehr bewusst geworden, dass ich halt auch auf ganz viele Meinungen einfach verzichten muss. Dass ich natürlich bei mir ein paar Personen, sage ich mal, jetzt in meinem direkten Umkreis habe oder jetzt auch im Verein, das ist der Cheftrainer und dann an allererster Linie der Torwarttrainer. Und deren Meinungen sind natürlich extrem relevant, weil die sind am Ende dafür verantwortlich, haben die Verantwortung darüber, ob Spiel oder nicht. Die haben die Entscheidungsgewalt. Und habe dann halt mit der Zeit gemerkt, dass alles andere, was drumherum kommt, was an Meinungen reinkommt, dass ich natürlich mir meine Meinung zu Herzen nehmen kann, das steht außer Frage. Aber im Großen und Ganzen geht es halt darum, dass ich mit gerade meinem Torwarttrainer dann auch Szenen analysieren muss und mit ihm zusammen dann immer noch entscheiden kann im Nachgang, was hätte ich besser machen können, inwieweit ist es ein Fehler, ist es kein Fehler, und mich halt einfach auf relevante Meinungen dann auch fokussiert habe, weil es ist immer leicht zu sagen, ja, der hat einen Fehler gemacht, der ist schlecht oder keine Ahnung was. Aber man muss dann auch ein bisschen unterscheiden zwischen der Qualität solcher Aussagen oder einfach dann der Quantität und der Einfachkeit, einfach zu sagen, ja gut, der hat da einen Fehler gemacht. Und natürlich, gerade wenn man auch jung ist, dann ist man eher verunsichert und man sieht dann vielleicht, vor allem Offensivspieler sind häufiger so, dass sie dann immer leicht mit den Fingern nach hinten zeigen und dann sagen, ja, die Verteidiger oder der Torwart, die haben wieder einen Fehler gemacht oder keine Ahnung was, obwohl sie vielleicht auch gar keine Ahnung haben, wie es ist, auf dieser Position zu spielen. Wo ich mir dann einfach irgendwann gedacht habe, so, okay, sollen die ihre Meinung haben, aber am Ende des Tages ist wichtig, was mein Torwarttrainer darüber denkt, was der Cheftrainer darüber denkt und wie ich die Situation dann auch analysiere. Okay, also wenn ich das mal so zusammenfasse, wie ich das jetzt verstanden habe, so immer mehr dieser Weg, ja, den Fokus auf dich zu behalten oder also die Meinung der anderen immer mehr auszublenden mit dem Bewusstsein, dass so oder so man es ja nicht ändern kann, ob der eine jetzt abwinkt oder nicht und die allermeisten, also wahrscheinlich niemand, der dort mit auf dem Feld steht, schon mal diese Situation hatte als Torwart da, was auch immer da halt dann passiert ist. So, sehr nice. Lass uns mal auf, du hast es schon angesprochen, das Gegenüber, ich nenne es jetzt mal gegenüberliegende Thema, was natürlich mit reinspielt, gehen, das Selbstvertrauen. Ich glaube, es ist scheinbar so, wie du gesagt hast, könnte ich mir vorstellen, etwas, was für dich auch enorm wichtig ist, oder? Als Torhüter, und du hast gesagt, du hattest einen Selbstvertrauenspush, der von, ich nenne es jetzt mal von außen kam oder mit einer Realisierung kam, als du da in Frankreich warst und dann auch gegen eine geile Mannschaft gespielt hast mit Deutschland, was sicher geil ist. Hast du etwas Spezielles gemacht damals oder machst heutzutage etwas Spezielles, um dein Selbstvertrauen bestmöglich konstant oben zu halten, oder für dich weiter aufzubauen, auszubauen? Gibt es da so Sachen, die dir helfen? Es ist relativ schwierig, tatsächlich da irgendwas so zu greifen, weil es ist irgendwas, was dann auch mit der Zeit so dazukommt. Also Selbstvertrauen zum einen, aber zum anderen dann auch so ein gewisses Selbstverständnis, weil dann einfach Dinge irgendwann über die Jahre entwickelt man natürlich auch diverse Routinen oder Abläufe, in denen man sich dann einfach auch sicher fühlt. Und für mich war es einfach, ich zehre dann einfach auch von guten Trainingseinheiten, visualisiere dann auch nochmal Szenen, die gut waren und sowas dann auch bei irgendwelchen Spielen, jetzt auch letzte Saison dann häufig, dass ich mir nochmal Gedanken darüber gemacht habe, hey, was waren die letzten Spielen gut,
und mich halt an diesen Szenen dann auch, sag ich mal, direkt wieder in Modus gebracht habe und hochgezogen habe. Und wenn man halt auch zwei, drei, vier Spiele hintereinander hat, die gut laufen, dann ist das halt so, es kommt so automatisch irgendwie dazu. Und ja, man fordert ja irgendwie heutzutage immer oder seit Jahren natürlich schon von Torhütern, ja, die müssen selbstbewusst sein, die müssen mutig sein. Aber so richtig greifbar ist es eigentlich nicht, woher dieses Selbstvertrauen tatsächlich kommt. Ich glaube, klar, das kommt irgendwie mit der Zeit und dafür braucht man halt einfach auch, ja, jetzt sage ich wieder Zeit, aber man braucht sie einfach dafür. Das kommt im Training, das kommt in Spielen, das kommt durch Lob der Mitspieler, das kommt durch ein Lob vom Torwarttrainer, vom Cheftrainer, natürlich auch durch die Familie, aber bei der Familie muss man immer ein bisschen differenzieren, weil die natürlich dann in meinem Fall auch immer eine Fabian Bredlow-Brille aufhaben und dann natürlich eher nochmal sagen, ja, hast du super gemacht. Aber ja, das kommt halt einfach alles. Also das arbeitet man sich peu à peu. Und dann geht es halt darum, gerade in Phasen, wo es nicht so gut läuft, sich dann immer wieder vor Augen zu führen, hey, aber davor war es echt gut und dieses Niveau, das habe ich auch, ich habe es drauf und ich muss einfach das wieder abrufen, was ich vorher abgerufen habe und muss dann halt über diesen negativen Dingen drüberstehen. Aus denen lernt man, das habe ich vorhin gesagt. Und alles andere kommt dann Step by Step und dann fängt es wieder im Training an. Und da geht es dann los, dass man da gute Leistungen zeigt, dass man von den Mitspielern gelobt wird, vom Trainer gelobt wird und dann fühlt man sich direkt automatisch besser und dann wird die Brust wieder ein bisschen breiter. Und das ist dann halt so ein Prozess. Super spannend, bezüglich der Greifbarkeit oder Nicht-Greifbarkeit. Du hast vorhin auch gesagt, mit Nürnberg gab es so eine Phase, da war einfach ein gutes Gefühl da. Klar, es geht ja dann auch über ein Gefühl. Ich glaube eben, das ist so das, was ich jetzt noch rausnehmen würde von dem, was du gesagt hast. Natürlich auch mit dem Fokus. So, du fokussierst dich ganz bewusst auf die Sachen, die gut gelaufen sind. Du fokussierst dich ganz bewusst auf die Sachen, wie du gesagt hast, ich habe das Niveau, ich kann das. Und das ist ja dann auch Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Sich selbst zu vertrauen, dass du die Fähigkeiten hast, auf diesem Niveau zu spielen, geiles Spiel zu machen. Und ist ja tatsächlich dann, wenn wir es greifbar machen, tatsächlich ja genau das, was du gesagt hast, zum Beispiel aus vergangenen Erfolgen zu zehren, weil ja logisch ist irgendwie, wenn du dein Körper das da auf den Platz bringen konnte, ja, dann ist es jetzt auch so. Wenn du dir das halt in Erinnerung rufst, so ist ja eigentlich diese Sache. Und du hast ja gesagt, eben mit dem Visualisieren gehst du noch mit rein, also stellst dir gewisse Dinge auch einfach vor, oder um es natürlich nochmal mehr auf die Gefühlsebene zu bringen, so. Yes, mega spannend. Würdest du das so unterschreiben, diese kleine Ja, Mini-Zusammenfassung von dem? nur ein Zusatz würde ich tatsächlich noch, Jawohl. würde ich noch anmerken, dass man Dinge, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind, dass man sich die immer wieder vor Augen führt, aber das ist auf gar keinen Fall für mich jemals ein Grund gewesen, sich dann darauf auszuruhen. Da muss man ganz klar differenzieren. Also die können dazu beitragen, dass man sich besser fühlt, dass man sich weiterentwickelt, aber am Ende war es für mich auch immer extrem wichtig zu sagen, ich muss trotzdem mir in jeder Trainingseinheit erarbeiten, dass ich am Wochenende bei 100% bin, dass ich bereit bin fürs Spiel und vorbereitet bin. Und ja, bei mir war es halt so, dass ich mich nie auf irgendwas ausgeruht habe, sondern dass ich dann eher noch als extra Motivation sehe, zu sagen, okay, ich lege jetzt nochmal eine Schippe drauf und lege nochmal eine Schippe drauf und nochmal eine Schippe drauf. Was sind bei dir persönlich so die größten Motivatoren, nenne ich es jetzt mal, um den Hunger zu behalten? Weil du hast ja gesagt, eben Step by Step oder die Weiterentwicklung Step by Step zu gehen. Und eben genau wie manche andere denken, jetzt habe ich Profivertrag unterschrieben, ich habe es geschafft, könnte ja irgendjemand irgendwann mal denken, jetzt habe ich so und so viele Bundesligaspiele, jetzt habe ich es geschafft. Oder? Und du hast ja gerade gesagt, super wichtig für dich, dass du immer dran bleibst, immer den nächsten Step auch anschaust. So, was würdest du sagen, sind so die Motivatoren? Was treibt dich so an? Also dieses dich messen mit anderen, oder gibt es bestimmte Sachen, Ziele, musst nicht unbedingt teilen, was das ist, aber Ziele, die du hast, die du noch erreichen möchtest, so, oder was sind die Sachen, die dir helfen, um hungrig zu bleiben? Ja, bei mir ist es eigentlich immer das, dass ich mir jedes Mal aufs Neue sage, auch nach einem guten Spiel, da ist trotzdem noch Luft nach oben. Ohne mich jetzt irgendwie selbst zu zerstören, sage ich mal, oder irgendwie mich selber anzugreifen, aber mir einfach zu sagen, hey, da ist trotzdem noch Luft nach oben und dieser Weg, der geht immer noch weiter und das Ende ist einfach noch nicht erreicht. Und das ist bei mir einfach immer wieder so, dass mich das halt antreibt, mir zu sagen, ich kann mich noch weiterentwickeln, ich kann noch besser werden. Und das ist auch irgendwie was ich über die Jahre so mitentwickelt habe, wobei ich schon immer sehr ehrgeizig war. Ich glaube, meine Familie, meine Frau vor allem, die werden es auch bestätigen können. Ich kann auch keine Brettspiele oder irgendwas verlieren. Das regt mich total auf. Da werde ich auch unangenehm.
Das ist halt bei mir als dieser Ehrgeiz, und das ist vielleicht das, was du auch gesagt hast, dieses Messen mit anderen, um halt dann einfach ja, ein Stück weit zu beweisen, man ist vielleicht besser als der Gegenüber oder man ist dem anderen, dem Gegenüber ebenbürtig. Und ja, natürlich ist es auch ein Riesenantrieb, seine Familie stolz machen zu können. Und diesen Blick, den Eltern dann auch drauf haben zum Beispiel, oder meine Frau drauf haben nach einem Spiel, der ist halt einfach unbezahlbar, wenn man vor allem bei seinen Eltern in den Augen diesen Stolz sieht. Und das ist dann auch wieder eine Motivation zu sagen, hey, man gibt weiter Gas. Sehr geil, sehr geile Punkte. Im Übrigen ist das, glaube ich, auch, müsste mal irgendjemand mal eine Studie zu machen, aber ich glaube tatsächlich mittlerweile, oder ich bin jetzt fest davon überzeugt, ich habe das schon so oft gehört, so dieses nicht verlieren können, sei es, also Brettspiele ist ja dann immer ein gutes Beispiel, so. Ich glaube, das ist echt ein Faktor, den ja wahrscheinlich sogar jeder, der da irgendwie in der ersten Bundesliga irgendeinen Kaderplatz auch nur hat, irgendwie beisammen hat, so. Gibt es vielleicht nochmal spezielle Fälle? Der Herr Ritter hat vorhin dann gesagt, du hast ja auch mit Josua Kimmich zum Beispiel zusammengespielt, der hört man ja öfter so, der kann es so überhaupt gar nicht. So, aber ja, da das ist sicher ein Faktor, der irgendwie, ja, der irgendwie überall zu beobachten ist. Gibt es da so aus deiner Sicht Sachen? Weil wir haben ja schon gesagt, du hast schon mit Weltklasse-Spielern zusammengespielt, mit Top-Spielern, ja auch selber auf einem Top-Top-Niveau. Was würdest du sagen, gibt es da aus deiner Sicht Sachen, die sich neben natürlich ja auch Unterschieden irgendwie gleichen, was irgendwie jeder auf jeden Fall mitbringt, der da irgendwo rumläuft auf diesem Niveau? Ich denke, die meisten, also eigentlich bei fast allen kann man sagen, natürlich auch so ein Stück weit Talent. Man redet immer von Talent irgendwie, ohne dass es jemand mal so richtig identifiziert hat oder mal so richtig auseinandergenommen hat, das Wort, und mal beschrieben hat, exakt das bedeutet Talent. Aber man spricht natürlich immer von Talent, und am Ende ist natürlich fast jeder, der irgendwie im Profifußball zu Hause ist, hat natürlich ein Stück weit auch Talent. Und ja, bei den meisten ist natürlich auch dieser Ehrgeiz vorhanden, wie du es richtig gesagt hast. Das merkt man in allen Bereichen, sei es auch wenn irgendwie hier neben der Kabine Tischtennis gespielt wird oder keine Ahnung was gemacht wird, Dart gespielt wird oder sonst was. Da hört man dann auch mal jemanden schreien und fluchen und keine Ahnung was, obwohl man als Außenstehender vielleicht denkt, hey, ihr spielt nur Tischtennis, das soll einfach nur Spaß machen, aber das ist dann halt nicht der Fall. Man will halt gewinnen. Man will das Spiel gewinnen. Man will danach den Gegner in die Augen gucken und sagen, ja, du bist eine Lusche oder keine Ahnung was. Man will dem anderen einen dummen Spruch reindrücken. Dieser Ehrgeiz ist halt eigentlich bei allen vorhanden, ja. Also, das sind auf jeden Fall so Parallelen, die ich ziehen würde. Sonst ist es schwierig eigentlich zu sagen, weil am Ende doch natürlich jeder auch individuell ist, ne? Also, ich habe Mitspieler gehabt, die haben sich den ganzen Tag ausschließlich mit Fußball auseinandergesetzt. Die haben sich jedes Spiel aus jeder Liga angeguckt, jedes Highlight. Ich habe aber auch schon Mitspieler gehabt, die sich nicht mal Spiele aus der Bundesliga angeguckt haben, weil sie gesagt haben, ja, mich interessieren eigentlich nur meine eigenen Spiele und der Rest mir eigentlich relativ egal. Also da geht die Schere tatsächlich extrem weit auseinander. Und deswegen finde ich es da auch schwer, irgendwie so Parallelen zu ziehen. Spannend. Ist auch eben super wichtig, dass man sich die Individualität dann auch erlaubt, oder? Weil wenn man glaubt, irgendwie irgendwas machen zu müssen, weil alle anderen das machen, dann wird diese Person wahrscheinlich nicht glücklich sein so, und dann wird diese Person auch nicht hungrig sein können und immer wieder diese Hochleistung, Topleistungen abrufen zu können, immer wieder aufs Neue. Und das ist geil zu hören und zu spüren, dass da bei dir der Hunger weiterhin am Start ist und wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre weiterhin am Start sein wird, so. Definitiv. Ja, du hast schon so viele geile Sachen geteilt. Ich habe hier sicher auch noch so ein paar Sachen, die interessant wären, aber ich würde sagen, lass mal in Richtung einer Abschlussfrage kommen. Genau. Wenn du ja mit allem, was du erlebt hast, gelernt hast und so weiter, auf deinem Weg dein 16-jähriges Ich wieder treffen könntest, oder? So, der 16-jährige Fabi, und du hast genau Zeit, um dir selbst drei Tipps zu geben, um ja, was auch immer, jetzt nochmal auf einem höheren Niveau zu sein oder was auch immer. Was wären so diese drei Tipps, die du dir selbst, deinem 16-jährigen Ich, mit auf den Weg geben würdest? Schwierige Frage. Auf Bitcoins?
Nein, Spaß. So. Kauft Bitcoins, aber habt das richtige Money-Mindset wahrscheinlich. Richtig, na, wobei, als ich 16 war, Bitcoin wahrscheinlich 2 Cent gekostet, das Stück, hätte auch 1 Euro gereicht, um später richtig abzukassieren. Nee, Quatsch. Ich glaube, eine Sache, die ich mir wieder mit auf den Weg geben würde, ist, verliere nie diesen Hunger, verliere nie diesen Ehrgeiz, weil es definitiv immer Luft nach oben gibt. Und dass es, glaube ich, keinen einzigen Spieler im Fußball gibt, der perfekt ist, außer vielleicht zwei, die man da ein bisschen rausheben kann, die letzten Jahre einfach gemacht haben, was sie wollen und damit immer erfolgreich waren. So, aber sonst gibt's halt immer Luft nach oben und das muss man sich einfach erarbeiten. Also in meinem Fall muss man sich erarbeiten. Es gibt auch wieder andere, die vielleicht noch viel begabter sind, die sich nicht ganz so viel erarbeiten müssen. Aber in meinem Fall ist es definitiv so, dass ich gesagt habe, ich muss mir extrem viel erarbeiten. Und das würde ich mir selber auch sagen. Auch wenn man mal das Gefühl hat, dass eine Phase ist, die nicht so gut läuft, dass man trotzdem immer weiter Gas gibt, weil irgendwann wird wieder eine gute Phase kommen. Und wenn diese Phase da ist, dann ist man halt bestens darauf vorbereitet. Oder halt, wie es in meinem Fall war oder ist, dass wenn man auch nicht spielt, wenn man die Nummer zwei ist, dass man dann auch nicht sagt, man lässt jetzt den Kopf hängen oder man ist enttäuscht oder spielt hier, also enttäuscht darf man sein, aber man ist dann irgendwie beleidigt und gibt nicht Gas oder sonst was, weil im Fußball kann es halt schnell gehen. Auf einmal ist man gefragt, man muss spielen und da muss man halt da sein. Und wenn ich 4 Wochen vorher keinen Finger krumm gemacht habe, gefühlt und mich nur ausgeruht habe und gesagt habe, na, ich spiele sowieso nicht, dann wäre ich wahrscheinlich nicht bereit gewesen. Auch letzte Saison dann, als ich dann gespielt habe, habe ich mir halt die Wochen und Monate vorher halt erarbeitet, um dann, wenn ich gefragt bin, halt bereit zu sein. Und das kommt halt durch diesen Antrieb, durch diesen Ehrgeiz und immer mehr machen zu wollen und immer weitermachen zu wollen. Also das wäre auf jeden Fall eine Sache. Egal wie es läuft, bleib immer ehrgeizig und hartnäckig. Eine Sache, die ich mir mitgeben würde, wäre vielleicht nicht zu viel darauf zu geben, was andere denken, weil ich schon auch eine Phase hatte, wo ich mir vieles sehr zu Herzen genommen habe. Wo ich mich dann selber auch oft hinterfragt habe und dann auch vielleicht zu hart mit mir selbst war, wo ich gesagt habe, ey, das musst du besser machen oder keine Ahnung was. Oder halt zu oft irgendwie auf den sozialen Medien dann doch unterwegs war und da irgendwie Kommentare oder sonstige Dinge gelesen habe, weil was da mittlerweile abgeht, ich glaube, das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Das ist einfach zu viel, muss man ganz klar so sagen, wie da über Spieler, über Menschen geschrieben wird, das ist heftig. Und da halt einfach nicht zu viel drauf zu geben, weil ich halt mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich halt differenzieren kann zwischen Meinungen, die relevant sind und Meinungen, die halt in meinem Fall irrelevant sind oder ja, von Leuten kommen, die einfach ihren Frust auslassen wollen oder sonstige Dinge. Halt einfach da wäre der zweite Tipp, ganz klar zu differenzieren. Es gibt Meinungen, die sind relevant und es gibt Meinungen, die sind für mich irrelevant und halt auf die zu hören, die mich weiterbringen. Und der dritte Tipp wäre, glaube ich, bei dem Großen und Ganzen, weil am Ende ist es halt auch ein Job und das muss man auch so sehen. Also es gibt ja viele Leute, die auch denken, ja, Fußballer, die haben hier ein lockeres Leben, die verdienen extrem viel Geld und alles ist ja ganz entspannt bei denen. Ja, ist es nicht, weil man zahlt halt auch die Jugend weg und dann natürlich auch im jungen Erwachsenenalter halt auch einen Preis dafür, dass man natürlich sein gesamtes Leben, seine gesamte Freizeit auch dem Fußball natürlich dann unterordnet, aber bei dem Ganzen darf halt auch der Spaß nie verloren gehen. Man muss es trotzdem, auch wenn man im Sommerurlaub ist und eigentlich bei 35 Grad lieber am Strand liegen würde, muss man sich trotzdem bewusst sein, ja, aber ich muss heute trotzdem die 45 Minuten noch laufen gehen, weil es mir einfach gut tut und auch in den Situationen einfach zu genießen. Und sich immer wieder vor Augen führen, dass es ein riesiges Privileg ist, Profifußballer zu sein. Ja, dieser Spaß halt, der darf nie verloren gehen. Und mir ist es halt auch über die Jahre hinweg immer wieder aufgefallen,
wenn ich auch an Tagen, wo ich müde bin und kaputt bin, mir trotzdem sage, hey, aber das ist so geil, was ich hier mache und ich habe so Spaß daran einfach, dann fällt ein Training auch einfach leichter, dann fällt ein Lauf leichter, dann fällt das Krafttraining leichter. Und ja, das wäre wahrscheinlich der dritte Punkt, dann einfach zu sagen, verliere auf keinen Fall diesen Spaß und genieße es auch einfach, weil wie ich eigentlich schon mal erwähnt hatte, ich war in der ganzen Jugend auch, habe ich immer wieder Leute gesehen, von denen ich dachte, dass sie deutlich besser sind als ich, die jetzt aber kein Fußball mehr spielen oder anderen Dingen nachgehen und ich darf halt nach wie vor Fußball spielen und mir das halt zu Augen führen und den Rest so ein bisschen dann dem Ganzen unterzuordnen und ja, das würde ich dann sagen, verliere den Spaß an der ganzen Sache. Sehr geile Punkte. Danke dir fürs Teilen. Sehr gerne. Yes, danke dir, Fabi, auch fürs am Start sein, dass du die Sehr Zeit genommen gerne. hast. Ja, vielleicht noch abschließend für alle Jungs und Mädels, die ja mehr von dir sehen wollen, je nachdem, wo kann man dich finden? Wo man mich finden kann. Also ja, nicht jetzt so, wo kann jemand vielleicht mehr von dir sehen, dir vielleicht folgen bei Instagram, ins Stadion kommen? Was sind da so die Sachen, wo du sagen würdest, hey, darauf möchtest du hinweisen? Ja, gerne meistens zu Beginn der Woche, dienstags oder mittwochs, öffentliches Training in der Mercedesstraße in Stuttgart. Herzlich eingeladen, ein öffentliches Training haben. Sonst natürlich, klar, im Stadion. Ja, wenn jemand den Drang dazu hat, mir bei Instagram zu folgen, dann kann man das natürlich auch gerne machen. Wobei ich jetzt nicht jemand bin, der jetzt jedem sagt, ja, du musst mir unbedingt folgen, weil ich den geilsten Content liefere oder sonst was. Deswegen ist das jedem frei überlassen. Ja, aber wie gesagt, kommt gerne beim Training vorbei. Stellt mir auch gerne mal eine Frage. Wenn ihr Bock darauf habt, dann antworte ich auch gerne. Und ja, ansonsten sehen wir uns im Stadion. Optimal, yes. Danke euch auch fürs Zuhören. Die Sachen, die ihr mitnehmen konntet, viel Freude da beim Umsetzen und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.